Hallo Freunde und herzlich willkommen zur angekündigten ersten Ausgabe vor der Kamera. Ich weiß jetzt noch nicht, wird das eine News-Folge, wird das eine Talkrunde, man wird es ja haben. Auf jeden Fall haben wir heute ein kleines Spezialthema und zwar VU Faker zurück in die Bundesliga. Die VU hat die Woche jetzt die Nennung abgegeben zum in die Bundesliga gehen. Es ist nur eine vorläufige Nennung, es ist noch nicht ganz entschieden. Das entscheidet sich alles Mitte Februar. Also ist noch ein guter Monat Zeit. Ja, wir haben noch ein paar Hausaufgaben wahrscheinlich gemacht, noch ein paar Begehungen, ja, Sponsorenverhandlungen und so weiter und so fort. Aber die VU hat das Bestreben noch mehr. Die VU will zurück in die Bundesliga, dort wo sie lang war, wo sie jetzt auch schon lange weg ist. Sie wählen wirklich für ein erstklassiges Eishockey in Faker zu sorgen. Wobei ich muss sagen, AHL ist jetzt ja auch nicht so schlecht, was sie sagen. Von dem her können sie ruhig in der AHL bleiben. Was sollen wir vorhaben mit einer zweiten Mannschaft? Also, es verliert keiner seinen Job. Das ist mal schon sehr lobenswert. Ja, die Spieler können bleiben, können weitermachen. Die, die mit der Bundesliga wählen und können, sagen wir jetzt mal, betrifft sicher nicht jeden. Die können aber mit in die Bundesliga. Ja, so. Ich habe jetzt da mal ein paar Notizen gemacht. Ja, haben wir das Ganze wirklich zusammengeschrieben. Die VU muss natürlich auch noch mit der Stadt Faker ein paar Verhandlungen führen. Wie gesagt, Sponsorenverhandlungen sind noch nicht ganz durch. Da schaut es aber laut Pete Gleim sehr gut aus. Ja, also sie gehen schwer davon aus, dass das wirklich ins Laufen kommt. Und es ist schon eine Absicherung über mehrere Jahre. Also es ist kein kurzfristiges Abenteuer, wo noch zwei Jahre wieder vorbei ist. Sondern sie wollen wirklich längerfristig in der Bundesliga was Neues aufbauen. Klar, die ersten zwei, drei Jahre muss man nicht vor Erfolgen reden. Ja, was auch irgendwo logisch ist. Man muss erst was aufbauen. Man muss schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, wie schaut das Ganze aus jetzt? Schauen wir es mal die Bundesliga. Es ist ja in dem Sinne nur mal die österreichische Bundesliga, so wie man es von früher kennt, sondern es ist die erste Mann-Eishockey-Liga. Es ist ein Produkt und nicht mehr und nicht weniger. Ja, ich bin nicht der größte Freund von der ersten Mann-Eishockey-Liga. Dazu kommen aber noch hat einfach seine paar Gründe. Jetzt schauen wir aber mal, seit wann besteht denn die erste Mann-Eishockey-Liga? Die erste Mann-Eishockey-Liga besteht seit dem Jahr 2003. Damals hat man angefangen mit einer Legionärsbeschränkung von 5 regulären Legionären, das ist noch zu bringen, pro Team. Ja, das heißt, von 20 Spielern, die auf dem Spielbericht waren, oder 22 Spieler von mir aus, waren 5 Ausländer und der Rest waren Österreicher. Ja, Problem war dann halt einfach irgendwann, dass, ich glaube, Salzburg hat dann alle guten Österreicher zu sich geholt. Für den Rest ist nichts übrig geblieben und die Vienna Capitals haben dann einen Vorstoß gewagt und seit der Saison 2007-2008 gibt es eben diese Punkteregelung. Zu der kommen wir nachher noch. Ja? So, wie schaut das aus in der EBL? Also Servus TV und Sky sind die TV-Partner. Ja, also die VU würden auch natürlich auch von Fernsehgeldern profitieren. Aktueller Meister ist der HC Bozen, er ist natürlich auch kein unbekannter Gegner, den hat es ja damals schon in der Alpenliga gegeben. Rekordchampion von der EBL, ja, also nicht von der österreichischen Meisterschaft, sondern von der EBL, ist der EC Red Bull Salzburg mit 6 Titeln und österreichweit gesehen ist es der KAC mit 23. Aktuell spielen sie mit 12 Teams, 8 aus Österreich und dann der HC Bozen aus Italien, das Neum aus Tschechien, Fehavar aus Ungarn und Zagreb aus Kroatien. So, jetzt schauen wir uns mal die Punkteregelung an. Ja, jede Mannschaft hat 60 Punkte zur Verfügung für einen Spielbericht. Ja, ein Legionär, der zählt 4 Punkte. Also einer, der nicht von Österreich kommt, wo nichts mit einer österreichischen Staatsbürgerschaft zu tun hat, Legionär zählt 4 Punkte. Und dann kommen wir schon zu den Österreichern. Und dort ist es relativ lustig eigentlich, weil wir wird das vergehen nachher. Ja? Ein Österreicher, der nicht U24-Spieler ist, ein U24-Spieler zählt nämlich 0 Punkte. Ein Österreicher
ist abhängig davon, wie seine Statistiken vor den letzten paar Jahren waren und natürlich auch von dem, ob er Nationalteamspieler ist oder nicht. Ein Österreicher kann also zwischen 1,5 und 4 Punkten zählen. Ja, da würde mich echt interessieren, ich habe es leider nicht rausgefunden über das Internet, ich habe lange gesucht, da würde mich wirklich interessieren, wie wird das gewertet, wie viele Punkte darf ich in der Saison machen, damit die, sage ich jetzt, nicht 3 Punkte gewertet werden, sondern vielleicht nur 2 Punkte oder nur 1,5. Ja, das ist, ja, finde ich nicht ganz so cool. Aber es ist so, wie es ist. Ja. Ich habe mir auch mal die ganze Spielerkader angeschaut. Elite Prospect kann man ja super durchschlagen. Und ich habe nochmal zusammengeschrieben, wer hat wie viele Legionäre. Ja? Oder wie viele Spieler und wie viele Legionäre in der Form. Fangen wir da im Ländl an. Dombjörn hat 29 Spieler, dafür 15 Legionäre. Dombjörn hat die meisten Legionäre dieser Saison. Nachher haben wir Fehervar von Ungarn, oben mit 29 Spieler und 11 Legionäre. HC Innsbruck 28 Spieler, 13 Legionäre. Znojmo Tschechien 25 Spieler, 8 Legionäre. Red Bull Salzburg 28 Spieler und nur 9 Legionäre. Also für Red Bull Salzburg Verhältnisse ist es schon sehr gut. Aber es hat natürlich auch super viele Österreicher und nicht die schlechter. Nordhammer Graz 99ers 26 Spieler, 12 Legionäre. Der KAC 30 Spieler, 9 Legionäre. Vienna Capitals 31 Spieler, 11 Legionäre. Black Wings Linz 31 Spieler, 13 Legionäre. HC Bozen 28 Spieler, 11 Legionäre. Zagreb 31 Spieler und nur noch 4 Legionäre. Ich glaube, sogar noch 3 Jahre ist schon untergegangen. Also, die haben ja alle Spieler verkaufen müssen aufgrund ihrer finanziellen Situation. Und dann haben wir noch Villach mit 26 Spieler und 9 Legionäre. Ja. Insgesamt, wenn wir das auf die ganze Liga berechnen, sind es einfach mal 125 Legionäre und 217 einheimische Spieler, weil wir ja ausländische Teams dabei haben. Rechnen wir so um auf Österreich, dann haben wir 91 Legionäre, immer noch in 8 Teams und 138 Österreicher. Ja, das bedeutet auch so viel, wir in der Liga haben wir einfach mal 40% Legionäre und 60% Österreicher. Also es fehlt nun mal viel und wir haben fast Gleichstand. Ja, und das ist einfach das Problem, wo ich sehe, dass wir einfach viel zu viele Legionäre haben. Und ich habe, ganz ehrlich gesagt, nicht wirklich Lust, zum bei der VU auch 15 Legionäre zu haben. Ja, ich finde das einfach nicht cool, weil du hast 15 Legionäre, die kosten 4 Punkte, dann hast du deine 60 Punkte voll und dann kannst du halt noch deine 4, 5 U24 Spieler in Kader mit aufnehmen, die halt irgendwo, einer spielt dritte Linie, der Rest spielt vierte Linie und einer ist Ersatzgoalie, ja, und die lernen dort einfach nichts. Dort ist einfach Ende im Gelände, die Spieler werden sich nochmal weiterentwickeln, die übernehmen keine Verantwortung, die spielen den Powerplay, die spielen in der Unterzahl gar nichts, die kann einfach nicht in wichtigen Spielsituationen aussehen und es ist einfach sinnlos, ja. Drum gang ich höre nicht auf Daumen und schaue, ganz ehrlich, weil es interessiert mich einfach nicht. Ich will nicht 15 Affen auf dem Eis sehen, wo minderwertiges Eishockey spielen. Ja, so. Bleibt der VU irgendwas anderes übrig? Wahrscheinlich nicht. Wird schwierig. Ja. Froh wäre, wenn sie sagen, okay, mit 10 Legionäre könnt ihr mir nachfreunden. Ja, aber alles, was noch zur Richtung 13, 14, 15 Legionäre geht, es interessiert mich einfach nicht. Das hat nichts mehr mit einer österreichischen Bundesliga zum tun, weil das ist einfach nur noch Legionärstruppe, ja, mit halt, ich sag's mal, ein paar Nachwuchsspielern, denn, weil U24 Spieler sind ja bei uns noch die jungen Spieler, ja, in anderen Ligen übernehmen die in dem Alter schon viel mehr Verantwortung, ja, als wir bei uns. Und ja, zu Österreich darf man sich nicht wundern, wenn sich das Eishockey einfach nicht weiterentwickelt. Ja, gut. Ja, wie gesagt, wir sollen dort Österreicher besser werden. Was könnte ein mögliches Szenario sein, wenn wir jetzt mal einfach auf die Legionärsbeschränkung schauen? Weil ich habe gerade gestern in einem Podcast zwischen der Servus TV Hockey Night und der Vorarlberger Nachrichter, eigentlich im Heimo Kofler, gehört, scheinbar soll man über eine Legionärsbeschränkung nachdenken. Ob es wirklich so wird, weiß ich nicht. Aber man wird früher oder später was tun müssen. Man wird einfach was tun müssen.
Ja, sonst geht das österreichische Eishockey einfach unter. Und aus meiner Sicht, man darf nicht sofort eine krasse Legionärsbeschränkung machen, das geht nicht. Das bringt oder Jungen nachher nichts, weil sie nachher überfordert werden mit der neuen Situation. Aber man kann es ganz klar Stück für Stück reduzieren. Ja, seien das im 2-Jahres-Schritt, im Jahresschritt, im 3-Jahres-Schritt. Was jetzt nicht ganz genau, man müsste halt schauen, wie entwickelt sich der Nachwuchs weiter, weil du musst ja Spieler produzieren, die noch die Plätze reinnehmen können. Ja. Grundsätzlich könnte man es aber sicher bis zur Saison 2024, 2025 so weit herbringen, dass man sieht, okay, Leute, wir haben 6 Legionäre im Kader und 5 dürfen aufgestellt sein. Warum dürfen denn nur 5 aufgestellt sein? Weil dann haben wir immer fix einen Österreicher, der entweder in der ersten Linie spielt, sei es ein Verteidiger oder ein Stürmer, oder wir haben einen österreichischen Einser-Goal im Team. Und genau um das geht es. Die Österreicher müssen Verantwortung übernehmen, die Österreicher müssen spielen. Ja, sonst kommen wir einfach nicht weiter. Wow, haben wir noch einen Vorteil, wenn wir weniger Legionäre haben? Die Vereine werden wohl eher Legionäre verpflichten, weil die natürlich auch entsprechend Qualität haben. Ja, jetzt wird man nicht irgendeinen Drittlinienspieler aus der East Coast Hockey League verpflichten, sondern vielleicht schon eher schauen, einer, wo aus der American Hockey League kommt, wo in der vielleicht eher der Top 6 Linie oder der Top 2 Linie gespielt hat, die einfach wirklich mehr Qualität mitbringen, weil auch dann können sich die Österreicher weiter verbessern. Ja, die lernen ja auch von den Legionären nachher. So verbessern sich die Österreicher, so verbessert sich die Qualität von der Liga und wir Leute kriegen einfach ein gescheites Eishockey zum Sagen. Ist einfach meine Meinung, ja, ob die jetzt vielleicht ein bisschen blauäugig sein mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich denke, es wäre ein möglicher Lösungsansatz, wie man wirklich fürs österreichische Eishockey was Gutes tun könnte. Ja, jetzt schauen wir aber noch ganz kurz mögliche Österreicher Kandidaten für VU VGH. Ja, ich möchte dazu sagen, einer von denen ist dabei, der mir bei meiner schönen Umfrage auf Instagram einfach mal verpisst die gehen. Vielen Dank dafür, war richtig lustig zum Sachen. Aber gut, schauen wir uns jetzt mal die Spieler an. Wer könnte da in VGH landen? Vor Dornbirn jetzt 2 Kandidaten gehen, Kevin Maciejczynski, Felix von Boon. Nur bei Maciejczynski ist halt so, Nationalteamspieler kostet 4 Punkte. Ja. Vom KAC hätte man sogar 3 Spieler, wo in Frage kommen könnten. Und zwar einmal der Johannes Bischofberger, aktueller Nationalteamspieler, kostet 4 Punkte. Dann der Marcel Witting war ja schon mal in Faker, könnte auch in Bundesliga-Zeiten für Faker spielen. Und dann natürlich könnte man da Dennis Sticher zurückholen. Ja. Vom HC Innsbruck hätte ich noch einen, und zwar der Renis Wette auf der Torhüterposition. Wäre sicher auch nicht so schlecht, wenn der wieder im Ländle spielen würde, wenn er wieder daheim wäre. Vielleicht hätte er dann auch die Chance auf den Einserplatz, man weiß es nicht. Der Renis Wette hätte sich auf jeden Fall immer schon verdienen können. Er hat so gezockt damals beim KAC, er ist Meister geworden beim KAC. Der kann Einser-Goalie spielen. Ja, aber ja, ist halt da auch schon ein paar Jahre her. Und dann hätten wir aber noch einen, und zwar aus der Alps Hockey League. Er hat früher schon für Lustenau gespielt, spielt jetzt aktuell wieder für den EKC am See, könnte aber sicher auch in der Bundesliga spielen. Jetzt vielleicht nicht gerade erste Linie, aber zweite, dritte Linie könnte ich mir schon vorstellen. Und zwar der David Franz. Ja, er hat ja lange in Linz gespielt, kennt Bundesliga, ist ein Kämpfer Natur, ist ein Beißer, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, nachher hört es aber schon langsam auf und dann muss man halt auch schon in die Alps Hockey League schauen. Und dort ist halt natürlich nicht so viel Spielermaterial umeinander, wo man sagen kann, okay, den können wir mit in die Bundesliga nehmen. Trotzdem habe ich 4 Spieler auf meiner Liste, wo ich sage, okay, den einen oder anderen könnte man da sicher mitnehmen. Und da gibt es nämlich 2 vom EC Bregenzer Wald. Einmal der Daniel Bahn, ja, der jüngere Bruder von Christian Bahn, der hier oben KAC gelernt hat und damals auf Dornbirn gekommen als Kooperationsspieler, jetzt für den Bregenzer Wald spielt, könnte man sicher auch für Bundesliga mitnehmen. In der Verteidigung der Bernie Fechtig, hat ja auch lange in Linz gespielt, hat einen Abstecher auf Graz gemacht, könnte man sicher auch mitnehmen. Einer, wo halt auch schon in die Jahre gekommen ist,
aus der Alps Hockey League jetzt mittlerweile, muss man sagen, Martin Orage. Er hat aber auch lange Bundesliga gespielt. Ob er sich nochmal antun würde, sei dahingestellt. Aber seine Erfahrung wäre sicher wichtig. Und dann haben wir noch der Daniel Nageler. Natürlich auch lange bei Wien und Villach gespielt, denn ein Absteiger, glaube ich, nach Ungarn war es. Und jetzt mittlerweile wird er beim EK Zell am See tätig. Er hat aber auch lange Erfahrung gemacht in der Bundesliga und könnte sicher auch noch das eine oder andere Jahr mitspielen. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Kader von der VU selber. Ja, und da haben wir jetzt einfach nur mal auf Österreicher bezogen. Also die Ausländer wie Kaffi, Bernsteel, Sudek und Stanley haben jetzt mal außen vor. Über Ausländer möchte ich gar nicht reden, über Legionäre, weil ist ein schwieriges Thema, finde ich. Kann man nicht ganz genau sagen, wer aus der Alps Hockey League wäre wirklich geeignet für die Bundesliga. Schauen wir mal auf die Österreicher. Wen können wir mitnehmen? Der Christian Jennes auf jeden Fall. Der hat in Villach gelernt. Der hat da super Vorbereitung gehabt in Villach. Höher hat ihn halt leider doch keinen Vertrag mitgekriegt. Könnte man sicher mitnehmen in die Bundesliga. Den muss man aber ganz klar sagen, die Jungen von der VU, die muss man mitnehmen. Ja, dann muss man die Chance geben. Wir an Pilgram, an Rauter, den haben wir da Benik Kilönen, den man mitnehmen kann. An Florian Ibra, den man jetzt verpflichtet hat, den kann man auf jeden Fall mitnehmen in die Bundesliga. Und ich würde aber sagen, an Sven Grasböck könnte man in der Bundesliga probieren. Ja, ob er es schafft oder nicht, ist jetzt die andere Frage. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ja, im dritten Verteidigungspaar. Ja, also das auf jeden Fall. Und dann möchte ich aber jetzt auch noch auf ein paar Kommentare drauf eingehen von Facebook. Und zwar, ich habe ja das Ganze gepostet auf meiner Seite. Und es hat ein paar interessante Kommentare gegeben, auf die ich jetzt mal ein bisschen eingehen möchte oder euch die mal zeigen würde oder einblenden. Jemand hat gesehen, AHL ist hochwertiger, interessanter als die erste Mal Eishockey-Liga und da muss ich sagen, da hat man nicht Unrecht. Ja, ich selber bin ein großer Fan von der Alps-Hockey-League. Ich finde das Format super, es sind noch Mannschaften da, ich sehe nicht alle 3-4 Wochen der gleiche Gegner. Klar, bei der Derbys, bei den regionalen Spielen sieht man Faker, Luschnau, Berger zu Wald relativ oft in einer kurzen Zeit, aber ist ja Ausnahme. Ja. Zudem gibt es eine Legionärsbeschränkung. Ja, entweder du hast 4 wirklich, sag ich jetzt mal, ausgewachsene Ausländer oder du hast 8 U22 Ausländer. Ja. Aber es ist einfach limitiert. Ja, und 8 U22 Ausländer machen noch nicht so den Unterschied aus. Ja, das sind junge Spieler, die lernen auch dazu. Die sind noch nicht so, wie soll ich sagen, legionärsreif. Ja, wie an Steven Bernsteel oder an Marc-Olivier Valeron oder Järvinen oder Sundschwer. Ja. EBL kostet einen Haufen Geld, den sie eh nicht haben. Dass die EBL nicht günstig ist, ist klar, das wissen wir alle. Ja. Den sie eh nicht haben, das können wir nicht beurteilen. Ja, der Vorstand von der VU Feldkirch, der ist jetzt schon lange noch dabei, die kennen die ganze Geschichte, wie das läuft mit Sponsoren und hin und her. Ich denke, dort haben die schon mehr Einblick wie mir und ob die das Geld haben oder nicht, das dürfen wir nicht beurteilen, das wissen die ganz, ganz genau und das wird sich dann noch sagen. Wenn die VU das Budget hat, gehen sie in die Bundesliga, wenn nicht, dann halt nicht. Daraus entsteht ein neues Laibach oder Zagreb. Sind wir wieder im gleichen Thema, es können wir nicht wissen. Es kann jeden Verein treffen, ja. Es kann Dornbirn treffen, es kann Innsbruck treffen. Innsbruck ist ja selber schon mal zurück in die zweite Liga gegangen, weil einfach das Budget nur mal stemmbar war damals. Ja, also finde ich sehr hochgegriffen, würde jetzt nicht so sagen. Mit welchen Spieler? Ja, ist halt die andere Frage. Haben jetzt schon Mühe, einen tiefen Kader für die AHL aufzustellen? Ja, was soll man da großartig dazu sagen? Ja, klar, jetzt haben sie Gehörigsverletzungspech gehabt, muss man ganz klar dazu sagen. Kann passieren. Du brauchst, ich sage jetzt, in 25 bis 30 Spieler wirst du brauchen. Ja, aber ja, sie würden schon ihre Kontakte spielen lassen und einen entsprechenden Kader aufstellen, damit sie, ich sage jetzt mal, in den ersten paar Jahren halbwegs konkurrenzfähig sind.
Lieber Top in der zweiten Liga als Flop in der ersten. Ja, herrscht nicht Unrecht. Man weiß aber nicht, ob sie noch ein Flop in der ersten sind, drum sei das mal dahingestellt. Super, dass man auch die AHL-Mannschaft behalten will. Absolut, bin ich voll dafür. Freut mich. Ich habe am Anfang relativ schwer mit der ganzen Geschichte. VU, EBL, gerade die Ausländersituation, wo man überhaupt in der Bundesliga. Wie gesehen, die will nicht 15 Affas erhalten auf dem Eis mit minderwertigem Eishockey. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen damit angefreundet, sich das Ganze vielleicht auch ein bisschen lockerer. Und wie man auch noch geschrieben hat, es ist eine große Chance für junge Spieler. Natürlich, wenn ein ausländischer Verein wegfällt und ein österreichischer Verein dazukommt, haben wir einfach wieder mehr Platz für österreichische Spieler. Ist einfach so. Wenn finanzieller Rahmen passt, warum nicht? Und genau damit schließt man eigentlich auch die Folge ab. Ja, wenn der finanzielle Rahmen passt, warum nicht? Sie sollen es probieren. Es wird sicher interessant, auch zum sehr die Derbys kriegst Dornbirn. Ja, ich freue mich sicher auch drauf, zum der KAC, den wird er da sehr, zum Villach da sehr. Black Wings Linz natürlich eins von meiner Lieblingsteams in der Bundesliga. Wenn die den auch da sind, finde ich relativ cool. Also grundsätzlich muss ich schon sagen, ich bin mittlerweile schon sehr positiv gestimmt, was das Ganze betrifft. Ich freue mich, dass man den Schritt gehen möchte. Ich finde es super, dass man AHL-Team beibehalten will, weil das ist schon natürlich auch eine Chance für die Jungen, zum sich weiterentwickeln, zum Empfehlen, zum Erwachsenen-Eishockey kennenlernen. Und ich denke, da kann schon was entstehen. Ja, man muss halt auch generell einfach mal ein Klima im Ländle sagen, wir sollten vielleicht alle ein Klima miteinander tun, jetzt wie immer noch gegeneinander. Und einfach den Schritt auch mit der VU gehen und das Ganze unterstützen. Klar, ich unterstütze für Dornbirn nicht, weil ich einfach die 15 Legionäre nicht sehen will, aber ich habe damals schon gesehen, wo sie aufgestiegen sind. Hey, super, sowas braucht es im Ländle und wenn wir jetzt noch ein zweites Team dazu kriegen, ist es umso besser. Ja? In dem Sinne, mit als Feuerwender einfach mal eure Meinung in die Kommentare unter ihnen hauen, damit wir ein bisschen eine Basis haben zum miteinander diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen nach oben da, das hilft mir weiter. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, über das wir reden sollen, über das wir berichten sollen, hauen sie in die Kommentare rein. Ich würde jetzt nachher gleich schauen, dass wir das Red Bull Champions League Halbfinale Match anschauen und wünsche noch einen schönen Abend. Bis dahin, habe die Ehre und